Haben Sie Kinder? Armin ist unser Sportlehrer. Nein? Armin ist mein Onkel. Dann schweigen Sie. Sie wissen nichts. Armin ist mein... Lebensabschnittspartner. Was? Armin hat seine Badehose verloren. Armin! Es geht um den Sportlehrer meiner Tochter. Ein Prachtskerl, nicht wahr? Nein. Ich bin Armins Frau. Beim Sprung vom 10-Meter-Turm. Armin ist der Onkel von... Sie haben bestimmt schon von mir gehört. Allen hier. Geil. Meiner nicht. Ich war früher Armins Schülerin. Armin. Der Tod ist etwas Natürliches. Hätte Butzi nicht einfach killen dürfen. Sex findet statt, aber... Das klingt wie ein schlechter Witz. Ist Armin ein Schwerverbrecher? Ob ich auf dem Badewannenrand herumrutsche oder... Armin! Spielt eigentlich keine Rolle. Ihre Ehe ist wie ein Schluck lauwarmer Tee. Wäre er ein Sauhund, wüssten wir das. Aber die Vorstellung, darauf zu verzichten, ist Ihnen unerträglich. Nein, es ist ein verdammtes Schwein, es ist nicht dasselbe. Mein Arschloch ist wund. Was ist daran pervers? Wolltest du mit mir ins Bett? Ach, aber... Damit hat Armin nichts zu tun. Armins Hand... Im Schritt der Mädchen beim Schwimmtraining. Weißt du, was mein wirkliches Problem ist? Armins Glotzaugen in der Mädchendusche. Wäre er ein Sauhund, wäre er nicht hier. Küsse auf den Mund für gute Leistung. Spinnst du? Es sind keine Kinder. Ich werde sie aus dem Verkehr ziehen. Es ist kein Sex. Na, der ist schwanger. Kunst. Im Kanton Aargau. Wegen dieser Lappalie holen sie mich ins Rathaus? Liebst du mich? Ja, ich dich auch. Wie weit muss er gehen, bis die Schulaufsichtsbehörde eingreift? Ich bin am Arsch. 3 Jahre Wasserbrot und Wichsen. Das ist kein Grund, sich umzubringen! Gott hat die Welt erschaffen, nicht du. Das kann jeder Trottel. Und jetzt? Wir nehmen einen Albaner. Jetzt schlage ich meine Tochter. Mein Problem ist, dass du immer recht hast und ich dafür die Rechnung zahle. Und ich weiß, es war nicht das letzte Mal. Ich bin einsam, Mama.